Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Börsenplatz. Diesmal wieder direkt vom Frankfurter Börsenparkett. Ja, heute reden wir über drei sehr große Markennamen, die vermutlich die meisten nicht nur als Anleger kennen, sondern auch als tägliche Nutzer oder zumindest generell als Nutzer. Wir reden über Apple, über Google und über Amazon. Und dazu begrüße ich jetzt ganz herzlich bei mir an der Börse den Trendfolger Michael Proffe. Hallo Proffe, schön, dass Sie heute bei mir an der Börse sind. Schönen Tag, Frau Thiele. Herr Proffe, ich habe es angesprochen, wir reden immer über Megatrends. Die drei Aktien, die ich gerade angesprochen habe, die drei Unternehmen sind auf jeden Fall Trends, die uns schon länger begleiten. Und wenn wir uns das nämlich hier anschauen im Vergleich auf 5-Jahres-Sicht, muss man sagen, haben sich ja gerade, wenn man hier so Apple anschaut, aber auch Amazon gerade in der letzten Zeit ganz ordentlich geschlagen. Woran lag's? Ja, also die letzten 5 Jahre, wir wissen alle, wir haben eine ganz große Krisenzeit. Ende 2008, Anfang 2009 begann die ganz große Finanzkrise. Und es sind ganz viele Leute natürlich von der Börse geflohen. Das war meiner Ansicht nach ein Riesenfehler. Wir sehen hier gerade solche großen Markennamen wie Google. Da haben wir jeden Tag was mit zu tun. Wer googelt nicht jeden Tag? Amazon, da gehen wir gerne einkaufen. Besonders jetzt vor der Weihnachtszeit war Amazon wieder der ganz große Renner. Da musste man einkaufen gehen. Naja, und Apple kennt jeder und fast jeder hat in Deutschland haben viele ein iPhone oder ein Tablet-PC. Und die wurden natürlich auch in der Finanzkrise weiter konsumiert. Und den Erfolg sehen wir hier. Wir sehen, dass eine Apple 500% zulegen konnte, eine Amazon 630% sogar der Spitzenreiter in diesem Zeitraum ist und eine Google 240%. Wenn man diese drei Aktien in seinem Depot hatte, hat man in den letzten 5 Jahren sehr viel Geld verdient. Aber leider haben die wenigsten Aktionäre diese Aktien in ihrem Depot, weil wir sind ja ein Land, wo in den letzten Jahren immer weniger an die Börse gegangen sind. Die meisten haben versucht, ihr Geld woanders anzulegen und das haben sie verpasst. Und hier sollte jeder mal überlegen, wenn er was mit Google zu tun hat, wenn er googelt oder bei Amazon einkaufen geht oder ein Apple-Produkt hat, dann sollte er auch daran beteiligt sein. Ja, Sie haben es angesprochen. Eigentlich hatten wir in den letzten 5 Jahren diverse Krisen, aber man sieht, die haben nicht überall zugeschlagen. Ganz interessant auch, wenn man sich das Ganze noch längerfristiger anguckt, da sehen wir ja auch, hat Apple 3.700% zugelegt. Ja, das ist natürlich eine ganz spannende Geschichte. Wenn man Trends begleitet, muss man Trends langfristig begleiten. Trends sind nicht was für 3, 4, 5 Monate oder 6 Monate, sondern über Jahre hinweg. Und dann kann man auch sehen, dass Trends gewisse Korrekturen überleben kann. Wir sehen hier die Apple-Aktie, die hat in den letzten 10 Jahren 3.700% gemacht. Selbst die Finanzkrise, wenn ich die mal einzeichnen darf, die war hier. Davon sehen wir heute nichts mehr. Der Kurs ist um ein Vielfaches gestiegen. Das Gleiche sehen wir bei Amazon und Google. Die Aktien, sie haben sich um 1.000% entwickelt. Das heißt, das Kapital wurde verzehnfacht bei diesen beiden und bei Apple versiebenunddreißigfacht. Sowas bekommt man an keinem anderen Markt. Mit Anleihen oder anderen Instrumenten kriegt man so etwas nicht. Und dazu sagen, Aktien sind eine gefährliche Sache. Wenn ich diese Produkte mag, wenn ich so ein Handy habe, wenn ich bei Amazon einkaufen gehe oder wenn ich Google oder von Google ein Handy habe und dann noch sage, die Aktie ist aber was Gefährliches, da passt etwas nicht, wenn man denn diese tolle Performance sieht. Ne? Das ist atemberaubend. Aber leider sind halt ganz wenige dabei. 95% der Leute haben irgendetwas mit diesen drei großen Marken zu tun, aber haben halt keine Aktien davon. Das ist eigentlich schade, denn sie hätten auch zu diesen ganz großen Gewinnern gehören können. Und auch aktuell, die Apple hatte ja vor kurzem korrigiert, 2013. Wir sehen auch ganz deutlich, dass die Aktie sich da wieder am Erholen ist. Hier sehen wir, dass sie sich erholt. Also gar keine Gefahr. Meistens haben die Leute ja Angst, wenn irgendwo eine Korrektur stattfindet, oh, ist die Geschichte jetzt vorbei? Nein, sie ist längst nicht vorbei. Jetzt ist das aber natürlich immer so eine Sache mit der Performance, wenn man die jetzt auf 10-Jahres-Sicht anschaut. Hinterher ist man quasi dann schlauer. Jetzt ist aber die ganz große Frage, wenn man sich diese drei Marken anguckt und das eben als einen Megatrend bezeichnet, der ja in diesen 10 Jahren wirklich eine beeindruckende Performance gemacht hat, ist aber trotzdem die Frage, kann dieser Trend dann ewig anhalten, wenn Aktien sehr, sehr gut gelaufen sind? Gerade bei der Apple-Aktie, das war ja mantraartig immer wieder die Frage, dass das so gut gelaufen ist. Geht da überhaupt noch was drauf? Meistens ging es dann doch, bis eben hier das Ganze ein bisschen runterging. Also wie sehen jetzt die Prognosen, Ihre Prognosen aus, dass dieser Megatrend jetzt auch weiterhin so anhält? Ja, als erstes ist es natürlich richtig, was Sie gesagt haben. Ich höre es auch in meinen Börsendiensten. Wir sind in diesen drei Produkten seit 8 Jahren in den Börsendiensten dabei. Und immer wieder wird gefragt, wann verkaufen wir denn endlich mal? Wir haben doch so wahnsinnig viele Gewinne. Dann sage ich, der Moment ist noch gar nicht gekommen, dass wir verkaufen. Man kann zwar ein bisschen Gewinne mitnehmen, wenn man sich was leisten möchte, aber ansonsten verkauft man nicht, solange so ein Trend intakt ist. So ein Trend kann man 20, 25, 30 oder mehr Jahre haben. Also für alle, die investiert sind in diesen drei Produkten, die Trends sind völlig intakt, da steigt man auf keinen Fall aus. Für jemanden, der sich jetzt zum ersten Mal dafür interessiert und sagt, boah, bei so einer Performance, da kann ich doch gar nicht mehr einsteigen, das stimmt nicht. Denn das hätte ja in den letzten 10 Jahren jedes Jahr, jeden Monat jemand sagen müssen. Wir sehen, dass die Werte weiter steigen, die Trends sind völlig intakt. Also da kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn du diese Produkte hast, wenn du bei Apple dabei bist, bei Amazon oder Google, steig jetzt ein, du wirst dich die nächsten Jahre darüber freuen. Und da gibt es so ganz einfache Gründe, die sind überhaupt nicht kompliziert. Zum einen wissen wir, in den letzten 10 Jahren konnte man wahnsinnig viel Geld damit verdienen. Wir sehen, es gab viele Krisen. Wir werden auch in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren Krisen haben. Trotzdem werden diese Produkte weiter steigen.
Zum einen hat der Aktienmarkt in den letzten Jahren extrem gelitten. Es ist viel Geld aus dem Aktienmarkt rausgegangen, zum Beispiel in den Anleihenmarkt, in Gold etc., weil die Leute Sicherheit haben wollten. Für mich ist das das Sicherste. Das kann man auch ganz deutlich erkennen. Das heißt, im Anleihenmarkt und anderen Märkten kann man im Moment kein Geld mehr verdienen. Auch die nächsten Jahre wird man kein Geld verdienen. Das heißt, viel Geld wird aus den Märkten in die Aktienmärkte zurückfließen. So, wenn das Geld zurückfließt, ist es trotzdem am Anfang unsicher, dann geht es in die starken Marken. Ja, und da haben wir hier zum Beispiel drei starke Marken, Apple, Amazon und Google. Da wird viel Geld hineinfließen. Und wenn man dann noch sieht, was diese Unternehmen vorhaben, ich nehme mal Apple und Google. Wir kennen sie alle, diese mobilen Betriebssysteme, dass sie in den iPhones drin sind, dass sie in den Tables drin sind. Aber diese Unternehmen haben ihre Strategien schon längst erweitert. Google hat zum Beispiel vor kurzem bekannt gegeben in Las Vegas, dass sie zum Beispiel ihre mobilen Betriebssysteme in Autos einbringen wollen. Apple, das wissen wir heute schon, ist mit seinem mobilen Betriebssystem in vielen Haushalten vorhanden. Das heißt, wenn man in seinem Haushalt viele verschiedene Fernbedienungen findet, kann man heutzutage schon alles durch eine App machen. Man kann also die Fernbedienungen, die man für seinen Receiver hat, die man für sein Telefon hat, die man für seinen Fernseher hat oder die man für eine Sicherheitsanlage hat, das kann man alles über eine App steuern. Das heißt, Google und Apple werden die nächsten 10 Jahre die Welt völlig verändern. Das, was wir bis jetzt mit diesen Produkten kennengelernt haben, ist erst der Vorgeschmack. Bei den meisten fehlt aber leider die Fantasie. Also das sind die einfachen Geschichten. Es geht gar nicht darum, ob die vom einen Quartal zum nächsten höheren Umsatz gemacht haben. Es geht darum, wie das langfristig die Umsätze sich entwickeln über viele, viele Jahre und wie die Innovationen der Unternehmen sind. Ja? Und da sieht das für die nächsten Jahre unglaublich positiv aus, weil die sich immer breiter aufstellen. Und das muss man ganz einfach sehen. Und wenn man dann selber noch jemand ist, der Apple, Amazon oder Google konsumiert, solange man diese Produkte liebt, werden diese Marken auch weiter steigen. Ja, Sie haben ja eben das Stichwort gegeben, Innovation. Das scheint ja eben auch genau darüber zu entscheiden, eben ob dann ein Megatrend tatsächlich weitergeht. Oder wer hätte zum Beispiel vor einigen Jahren gedacht, dass Nokia mal sich so glanzlos entwickeln würde. Also man ist ja dann trotzdem nicht vor dem Risiko eben gefeit, dann einen Trend auch mal zu verschlafen. Sehen Sie jetzt bei den Unternehmen hier irgendwo diese Gefahr oder sind die alle drei quasi innovativ genug aufgestellt, um eben diesen Trend weiter beleben zu können? Also da bin ich fest von überzeugt, dass sie innovativ aufgestellt sind. Ganz besonders zum Beispiel Apple und Google, die sind ja auch im Betriebssystem Konkurrenten. Und Konkurrenz ist unglaublich wichtig. Konkurrenz fördert in einem Unternehmen die Innovationskraft. Habe ich keine Konkurrenz, kann ich sehr schnell auf meinem Level liegen bleiben und einschlafen. Je mehr Konkurrenz, je mehr Innovation. Also top. Naja, und Amazon ist einer der größten Online-Verkäufer dieser Welt. Und wir alle können uns ein Leben ohne Amazon gar nicht mehr vorstellen. Bestes Beispiel die Vorweihnachtszeit. Wenn wir da nicht Amazon gehabt hätten, wo die meisten gerne einkaufen gehen und man kriegt die Ware ziemlich schnell, über 1 oder 2 Tage. Keiner möchte das mehr missen. Also hier ist genügend Potenzial vorhanden, dass diese drei großen Markennamen die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte überleben können, weil die sich auch nicht nur auf eine Sache konzentrieren, weil sie sich immer breiter aufstellen. Wie gesagt, die werden nachher unser gesamtes Leben bestimmen. Ob das nun übers Handy ist, ob das über ein ferngesteuertes Auto ist, ob das im Haushaltseinkauf ist, in allen Bereichen dringen diese Betriebssysteme zu uns ein und werden uns verändern. Also jetzt haben wir uns die drei jetzt mal so quasi auf der einen Seite generell angeguckt. Sie haben aber auch jeweils immer schon auf die Einzelunternehmen jetzt geblickt. Schauen wir uns die Charts der einzelnen Unternehmen an. Starten wir jetzt mal direkt mit Apple. Da haben wir hier auf der 10-Jahres-Sicht die dickste Kursentwicklung hier quasi gesehen. Jetzt haben wir hier den Jahreschart. Man hat ja eine Zeit lang bei Apple immer das Gefühl gehabt, es kann eigentlich nur in eine Richtung gehen, es kann eigentlich nur aufwärts gehen. Das stimmte so dann ja aber trotzdem nicht. Aber Sie zeigen sich ja doch für die weitere Entwicklung bei Apple sehr positiv. Ja, wir haben es langfristig, wie Sie gesagt, schon gesehen. Es geht langfristig aufwärts, zwischendurch muss es korrigieren. Und das ist auch ganz wichtig für ein Unternehmen. Das muss mal Luft holen. Das muss ab und zu mal Geld vom Tisch genommen werden. Es ist ja nicht so, dass die Korrektur, die wir letztes Jahr bei Apple gesehen haben, das war bis zum Sommer 2013, hat die Aktie ja korrigiert. Das war ja nicht der Kleinanleger, der diese Korrektur verursacht hat, sondern das waren die Großanleger, die Pensionsfonds etc., die etwas Geld vom Tisch genommen haben. Im Sommer war die Korrektur dann zu Ende und seitdem steigt die Aktie wieder, hat ungefähr die Hälfte der Korrektur wieder gut gemacht und jetzt sieht das danach aus, dass wir 2014 ungefähr 40% Kurswachstum haben werden. Wir müssen immerhin wissen, das ist eines der wertvollsten und von der Marktkapitalisierung größten Unternehmen dieser Welt und da tummelt sich natürlich alles, was sein Geld sicher anlegen will, tummelt sich natürlich in solch einem Unternehmen, zum Beispiel die ganzen Pensionsfonds. Und die müssen ab und zu mal wieder Teile rausnehmen. Und das spürt man dann da. Ich empfinde solche Korrekturen, solange wie die Kernzahlen alle intakt sind, immer als Schwung holen. Mal geht eine Korrektur 3 Monate, 8 Wochen, mal geht sie ein halbes Jahr, so wie 2013. Und dann muss man den Boden irgendwann sehen, die Korrektur ist beendet und dann darf man beherzt zugreifen.
Schauen wir auch noch mal auf Google. Die haben wir jetzt auch noch mal hier im Jahreschart. Da sehen wir, da ging es ja ganz ordentlich auch noch mal rauf. Ist da jetzt trotzdem noch Luft nach oben? Ja, die hat im letzten Jahr 50% zugelegt. Eine unglaubliche Rallye dahingelegt. Hier sehe ich für das Jahr 2014 weitere 50% Kurspotenzial, weil, wie gesagt, das Betriebssystem Android von Google, das haben die in Las Vegas vor kurzem bekannt gegeben, die haben ihre Strategie erweitert. Die sind mit Automobilherstellern zusammengegangen und wollen das Android-System also in den Automobilpark reinbringen. Das ist also eine weitere Schiene. Das heißt, es geht um das autonome Fahren. Also da ist unglaublich viel Fantasie drin. Das wird in der Zukunft den Aktienkurs weiter treiben. Das heißt, wenn die Palette immer größer, breiter gemacht wird, steigen natürlich dementsprechend auch die Umsätze und dementsprechend dann auch die Gewinne. Ja? Also hier ist für 2014 weitere 50% Kurspotenzial möglich. Schauen wir am Schluss nochmal auf Amazon. Hatten Sie ja vorhin schon gesagt, alleine beim Weihnachtsgeschäft. Also was man quasi auch so im normalen Alltag mitbekommt, Amazon ist da ja quasi fast nicht mehr wegzudenken, stellt sich eben nur die Frage, es gehen ja aber auch Retouren zurück, meistens eben auf Kosten von Amazon. Also ist das nicht ein großes Problem, dass der Umsatz dann zwar stimmt, aber dass da ja doch ganz ordentliche Kosten einfach durch Retouren etc. entstehen? Das ist völlig richtig, aber das ist ein kleinerer Faktor da. Das nimmt Google, in Kauf, weil Amazon will erstmal expandieren, will immer mehr Kunden, immer größer, immer breiter werden. Ohne Amazon soll eigentlich gar nichts gehen. Und da muss man gewisse Abstriche machen. Die Abstriche kann man in der Bilanz aber gar nicht so richtig wahrnehmen. Wo das nachher hinläuft, das weiß ich natürlich in dem Moment auch nicht. Aber dadurch, dass Amazon so wahnsinnig groß geworden ist und im letzten Jahr sogar ein Spitzenjahr gehabt hat, 55% zugelegt hat, und wir werden ja jetzt in den nächsten 3 Wochen die Quartalzahlen sehen, was Amazon so über das Weihnachtsgeschäft gemacht hat, und die werden bestimmt sehr gut sein, was wir bereits im Vorfeld schon gehört haben, gehe ich davon aus, dass 2014 auch weiterhin ein unglaublich spannendes Jahr für Amazon sein wird. Es wird weitere 50% zulegen, und das Allerwichtigste, was man da ja sehen muss, wir hatten jetzt die letzten 5 Jahre eine Krise. In dieser Krise, von diesen 3 Werten, hat Amazon die höchste Performance hingelegt. Das heißt, Amazon ist auch ein krisensicheres Unternehmen. Das heißt, wenn es der Welt ein bisschen schlecht geht und die Leute sparen müssen, geht umso mehr bei Amazon einkaufen. Und das funktioniert. Wie in guten sowie in schlechten Zeiten. Das muss man einfach mal sehen. Also nur, dass es in den letzten 10 Jahren sehr gut gelaufen ist für die 3 Unternehmen, über die wir gesprochen haben, habe ich jetzt schon bei Ihnen herausgehört. Das heißt nicht, dass es nicht auch noch entsprechend gut weitergehen kann. Schauen wir, ich weiß jetzt nicht, ob wir in 10 Jahren hier nochmal drüber sprechen, aber schauen wir uns auf jeden Fall die Entwicklung in nächster Zeit aber nochmal an. Aber für den Moment schon mal vielen herzlichen Dank fürs Interview. Sehr gerne, Frau Schäfer. Danke. Liebe Zuschauer, soweit unser Börsenplatz mal wieder vom Börsenparkett, diesmal mit dem Trendfolger Michael Proffe und den Megatrends hier. Die großen Marken Google, Amazon und Apple, und die ganze Sendung, die können Sie natürlich jederzeit nochmal anschauen unter www.df.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut, tschüss.